Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf meinem Dreckskanal. Ich befinde mich hier unter einer Brücke, da, wo ich herkomme und da, wo ich hingehöre. Und hinter mir befindet sich das neue KFZ. Ich weiß, ihr seid gespannt. Ich bin's auch. Es geht los, Digga. Es ist ein fucking Fiat Ferrari Pizza Salami. Bro, mit schwarzen Felgen. Wie kann ein Auto so gut aussehen? Ein italienisches Meisterwerk. Der ein oder andere Fritz Kevin Müller wird mir natürlich nicht glauben, dass das ein Ferrari ist. Was sagst du jetzt? Ich würde dieses Auto jetzt so gerne zerstören, Junge, so gerne. Aber ich darf nicht. Und genau dieses Thema werden wir jetzt kurz ansprechen. Bevor wir das aber machen, ihr müsst euch nochmal kurz die Kennzeichen anschauen. Die habe ich ja schon vorgestern im Video gezeigt. Guckt euch das mal hier nochmal an. Ich habe einfach Carbon-Kennzeichen. Natürlich hat nicht jeder, kann sich nicht jeder leisten. Aber ich bin ja nicht mehr Geringverdiener, Amanda Kölmer. Warte mal, ich mache mal erstmal die Plane hier weg. Erstmal Plane rein. Oh nein, ich habe das Werkzeug dabei. Scheiße. Bohrmaschine. Hammer. Säge. Oh, gar nicht gut. Oh, Digga, scheiße Plane, Junge. Fast gestorben. Passt auf, Leute. Ich erkläre euch jetzt, wieso wir bis nächste Woche Dienstag den After flach halten müssen. Oh, geil. Geil, es ist wieder soweit. Es ist wieder so. Bam. Also passt auf, Leute, folgendermaßen. Und zwar wollte ich ja mit dem Ford Muffin Kack After zur Nordschleife fahren. Eine Runde Nordschleife, 20 Kilometer, bam, mit 350 km/h Brettern. Ist leider nichts draus geworden, weil der Kack After vorzeitig von uns gegangen ist. Und dann habe ich mich noch ein bisschen erkundigt, wie kommt man auf die Nordschleife, was muss man dafür tun, wie viel kostet sowas. Also eigentlich ist das ganz easy für normale Menschen. Für normale Menschen ganz easy. Die gehen mit ihren zugelassenen STVO genormten KFZ dort auf die Nordschleife, zahlen zwischen 25 und 50 Euro, je nachdem. Und dann brettern die da eine Runde Nordschleife. Bei mir sieht das anders aus. Ich mache ja die Fahrzeuge kaputt. Und Problem dabei ist, dass man dann nicht auf die Nordschleife fahren kann. Es gelten auf der Nordschleife genau dieselben Gesetze wie hier auf der Straße. Das Fahrzeug muss straßenzugelassen sein und es darf nichts verändert sein. Es muss komplett original, also nicht original bleiben, aber es muss alles eingetragen sein. Wenn ich jetzt hier anfange, die Sitze rauszureißen, das Auto kaputt zu machen, den Tacho zu bumsen, hier alles dazu, Digga, die lassen mich nicht auf die Nordschleife und das ist eine sehr, sehr traurige Story. Ihr seht, das Wetter ist beschissen. Das Wetter ist dick beschissen und es soll jetzt auch die nächsten Tage regnen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre nächste Woche irgendwann mal, keine Ahnung, Montag, Dienstag, Mittwoch, dahin. Und wie gesagt, bis dahin, bis zum Rennen, Junge, bis zum Rennen, müssen wir den After flach halten. Auch wenn das sehr, sehr schwierig ist, Junge, sehr, sehr schwierig. Ich kann das doch nicht aushalten. Wie soll ich das denn aushalten, Bruder? Ah, guck mal hier, das ist auch Cabriolet. Ja, das ist... Geht aber nicht. Oh, doch? Nee. Oh, doch! What the... Aber warte mal, das geht nicht mehr zu, gell? Komm! Doch, das geht zu. Hä? Der Vorbesitzer hat zu mir gesagt, das geht nicht. Wieso hat er mich angelogen? Junge, der Vorbesitzer war ja komplett... Alter, das habe ich noch nicht gesehen. Ich wollte euch ja die Story nochmal erzählen vom Vorbesitzer. Wisst ihr, wie ich das Auto gekauft habe? Ich habe das auf eBay Kleinanzeigen entdeckt, bin hingefahren, war hier um die Ecke, Maintal. 10 Kilometer von Frankfurt. Ich kam dahin, Bro, habe mir das Auto angeschaut, Probe gefahren, war alles okay. Und dann habe ich gesagt, dass ich den Zulassungstermin erst nächste Woche habe, wegen den ganzen Umständen Corona, Morona. Wisst ihr, was er zu mir meint? Der hat zu mir gesagt, halt einfach deine Fresse, nimm die Kennzeichen mit, nimm meine Kennzeichen mit und fahr damit. Fahr, mach was du willst, Junge. Ich hatte keine Ahnung, warum er das gemacht hat, bis ich dann gesehen habe, bei der Übergabe, bei dem Verkauf, als ich ihm die Patte gegeben habe, 300 Euro habe ich ihm für diese scheiße Rotzmöhre gegeben. Digga, aus seiner Bauchtasche, so macht er. Diese Bauchtasche war nicht so wie meine, die ist ja schon groß, die war so. Das war ein Reisekoffer, so, boom. Er macht auf, so, so, ich hoffe, man sieht das, so, boom. Und aus dieser Bauchtasche, Junge, einfach 200er Scheine, Bündel, überall ist das Geld rausgeflogen. Dann hat es bei mir Klick gemacht, Junge, italienische Mafia. Ich habe einfach Auto von italienischer Mafia gekauft. Na, glaubt man das denn? Hä? Na, hier so. Einfach Fiat, Ferrari, Pizza, Salami, Mafia Edition. Wollen wir eine Runde fahren? Übrigens, morgen kommt das Testvideo. Falls die ein oder anderen es immer noch nicht gerafft haben, ich teste die Videos. Wahrscheinlich teste ich die Videos, Junge. Wahrscheinlich teste ich hier die Videos. Ja,
teste ich hier die Videos. Wie geschmeidig. Viel geschmeidiger als der Kack-After. What the fuck? Oh nein, das Dach. Ich hab das Dach kaputt gemacht. Oh nein. Erstmal muss ich das Schild hier zurückbringen. Wartet mal kurz. Bam. Immer alles so hinterlassen, wie es war. Wir sind hier in Deutschland. Hier gibt es Gesetze. Wenn man diese Gesetze bricht, habe ich gelernt, kommt Angelo Merte und dann gibt es Abschiebung. Deswegen alles gechillt. Bro, habe ich das Dach jetzt kaputt gemacht? Ich habe das Dach kaputt gemacht. Bruder, ich habe das Dach. Am ersten Tag ist schon wieder was kaputt gegangen. Oh, fuck. Der Dreck. Aber egal, das ist nicht so schlimm, damit kann man noch auf die Nordschleife. Wir müssen echt aufpassen, Tacho darf nicht kaputt gehen, ich darf die Sitze nicht rausreißen. Und so weiter, Bro. Dingsbums, was wollte ich sagen? Es gab irgendwas, was ich noch sagen wollte. Ach so, und nach dem Rennen, dann werden wir dieses Fahrzeug zerstören. Diesmal werden wir aber nicht ausrasten. Wir werden ausrasten. Ich kann das doch nicht. Ich will aber mindestens 20 Parts raushauen diesmal. Wirklich. Beim Kack-After habe ich das zwar gesagt, ich habe mein Wort nicht gehalten. Das erste Mal, dass ich meinen Kack-After nicht gehalten habe. Ich würde jetzt so gerne gegen diese Wand fahren, aber ich darf nicht. Oh, Digga, wo ist der Rückwärtsgang? Ich bin jetzt fast doch gegen diese Wand gefahren. Ey! Ah, okay. Rechts unten. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Bro, nein. Warte mal, kann ich hier ein bisschen hochfahren? So, nur ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Oh! Boah! Oh. Hallo? Ja, läuft. Ich muss mal jetzt hier wieder rausfahren, Alter. Schwitze ich wie ein Schwein, Alter. Klimaanlage hat er nicht. Traurig. Aber Puste hat er. Puste, gib ihm Puste. Oh, was ein geiler Platz hier. Wow, geil. Boah, das wird so schwer, bis nächste Woche auszuhalten. Ich sag euch, wie es ist. Ich weiß nicht, ich kann nichts versprechen, Bro. Ich will nichts versprechen. Ich sag nur, Dienstag ist das Rennen. Wie das Fahrzeug da hinkommt und ob ich überhaupt dahin fahre, Junge, ich hätte keine Ahnung, Digga. Boah, dieses Fahrzeug ist so schön gepflegt. Morgen machen wir den Test. Keine Sorge. Warte mal, wo muss ich hier lang? Ich muss hier lang. Oder? Alter, die Power! Wow! Seid mal ehrlich, hättet ihr jemals gedacht, dass ich mir in so kurzer Zeit, ich meine, ich mache 4 Monate oder 5 Monate YouTube, dass ich mir in so einer kurzen Zeit ein Ferrari ziehen würde? Das hätte doch hier niemals, Bruder, noch vor 5 Monaten. Digga, wisst ihr, was ich da gefahren bin? Ich bin einen Drecksgolf gefahren, den jeder fährt. Jetzt habe ich hier ein Kfz, das keiner hat, Bro. Keiner, das ist sogar Special Edition, Mafia Edition. Was ist das? Was ist das? Wer braucht denn das? Oh, Peitsche. Komm, schneller, ja, mein kleines Pferd, schneller. Ferrari, Pferd, Peitsche. Es ergibt alles einen Sinn. Die müssen wir auch auf der Rennstrecke benutzen, weil mit der Peitsche holen wir noch den letzten PS aus diesem Pferd raus. Komm schon. Ja. Das war's mit dem Video. Haut rein. Wir sehen uns morgen. Wie soll ich das bis nächste Woche aushalten?